So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Jagged Alliance Back in Action. Und mal gucken, ob wir heute wieder irgendwelche Selbstmörder bei uns oder bei diesem Spiel antreffen. Schon unterwegs. Oder ob wir erstmal ein bisschen entspannter durchkommen. So, apropos entspannt durchkommen. Da läuft da. Jawohl. Jemand hat etwas hinterlassen. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Ah, jetzt müsste man natürlich wissen, wie die Leute laufen, ne? Zu Befehl. Also, einer ist hinten im Wald. Da oben. Der andere läuft, glaube ich, ums Haus rum. Wer baut denn so eine Treppe? Jawohl. Jawohl. So, ich denke mal, der Typ müsste genau ums Haus rumkommen. Wir wissen, dass der Feind hier ist. Er kann alles vorhaben. So machen wir's. Ja? Habe verstanden. Nein, ach, jetzt habe ich wieder alle gewählt. Jawohl. Nein, oh, alles abbrechen. Alles abbrechen. Alles abbrechen. Helmut. Alles klar. In Ordnung. Banz. Was gibt es? Und Steroid. Alles klar. Da kann sich hier ein bisschen hin und her switchen. Ich habe definitiv etwas gehört. So machen wir's. Bereit. Verstanden. Ja. So machen wir's. Ich höre Geräusche. Noch einer tot. Sehr gut. Dort. That's it for him. Erwarte Befehle. Dann müssen wir auf jeden Fall den Typen da hinten erstmal ausschalten. Zu Befehl. Dazu rennen wir mal schon unterwegs. Hier hinten in den Wald rein. Okay. Alles klar. Okay, der geht wieder zurück. Das ist sehr gut. Gut. So machen wir. Jawohl. Eindringlinge. Okay. Weiß gar nicht, ob wir ihn jetzt schon treffen könnten. Unwahrscheinlich. Ja. Okay. Weil ganz ehrlich. So machen wir es. Jawohl. Gut. Alles klar. Gut. Weil der kann doch bestimmt nicht hier hinter dem Berg gucken. Gut. Okay. Nee, weil er rumgehen wird. Oh fucking hell. Zu Befehl. Schon unterwegs. Zu Befehl. Gut. Oha. Okay, er läuft also einfach so eine Bademeisterrunde. Gut. Da bitte hinlegen. Banz. Verstanden. Da und da bitte hinlegen. Was gibt es? Alles klar. Erwarte Befehle. Ich höre merkwürdige Geräusche, ja. Ja, ja. So machen wir's. Ja? Ich höre merkwürdige Geräusche, ja, ja. Verstanden. Wir wollen einfach dreimal schießen. Okay. Hab ich gehört? Okay, irgendjemand wurde getroffen. Zu Befehl. Ah! Verstanden. Na, endlich. Ja. So machen wir's. Getroffen! Ich bin getroffen! Kinders! Na? Noch bestätigt! Kann nicht schießen. Verstanden. Das war aber auch nicht gerade brillant von euch. Ich meine, gut, er hatte die höhere Position. Das ist natürlich immer beschissen. Es wurde alles erledigt. Na gut, immerhin haben wir keine bleibenden Schäden davon getragen. Das ist auch schon mal viel wert. Alles klar. So, dann gehen wir definitiv mal alle aufs Dach, bitte. So machen wir's. Um den Typen da zu erledigen. Ja? Beziehungsweise Steroid. Ich tue es. Geht mal hier hin. Ich glaube nicht, der Typ wird hier hochkommen wieder, ne? Alles klar. Bereit. Ach, da kann man doch hochlaufen. Alles klar. Wie gesagt, hätte mich auch stark gewundert. Feind!
wenn es nicht so der Fall gewesen wäre. So machen wir's. Hm? Erwarte Befehle. Ja. Schon unterwegs. Erwarte Befehle. Ja, sehr gut. Habe verstanden. Ah, clever. Und? Na, kommt schon. Ihr konnt nicht alle lokalisieren. Ruhe bewahren. Ach, sehr gut. Stopp. Sehr schön. Ja? Auch erledigt. Damit haben wir die Kirche schon befreit. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Jemand hat etwas hinterlassen. Ja, ja, ja. So machen wir's. Das können wir uns alles entspannt angucken, jawohl, wenn wir hier die Karte geklärt haben. Gut. So, wir gehen erstmal Richtung Kirche. So, ganz kurz mal die Karte abgucken. Manchmal übersieht man einen. Aber dieses Mal alles gut. Alles klar. Morgen. Okay. Pater John Walker, wenn ich mich recht entsinne. Gut. Wie geht's weiter? Erwarte Befehle. Erstmal nachladen. Okay, irgendwie die Animationsgeräusche wurden kurzzeitig ausgesetzt. Ja? Zu Befehl. So, haben wir hier wie irgendwas? Wie geht's weiter? Ich will euch nicht beklauen. Ich bin ja ehrlich zu euch. Ich will euch nicht beklauen, aber ich muss es tun. Sollte es mir näher ansehen. Großes Medikit. Alles klar. So machen wir's. Wie gesagt, ich will das eigentlich nicht. Okay. Aber ihr lasst mir keine andere Wahl. So, jetzt der wunderschöne Friedhof. Wo gerade gar kein Mensch drauf ist. Naja, gut. So machen wir's. Macht es das Ganze ein bisschen einfacher. Okay. Für die Planung. Erwarte Befehle. Okay. Ich tue es. Ja? Ja. So, was nun? Tausch mal bereit. Position. Schon unterwegs. Was nun? Wie gesagt, ich habe ein bisschen alles Angst, klar, dass hier irgendeiner von hinten kommt. Bin dran. Wir wissen, dass der Feind hier ist. Er kann alles vor. Feind! Okay, interessiert ihn nicht? Jetzt interessiert sie ihn. Habe verstanden. So. Habe verstanden. Sicher. In Ordnung. Und jetzt haben wir nämlich Steroid dafür. Erwarte Befehle. Der ihn schön mit der Schrotze bearbeiten könnte, wenn er denn hier käme. Ja, ja. Ja, clever, er versteckt sich dahinter. Ich komme hier aber nicht rum, oder? Na doch, vielleicht würde ich gerade so rumkommen. Aber ist clever, er versteckt sich hinter dem... hinter der Mauer. Ja, mit der Kamera ist manchmal echt ungünstig. Von oben... könnte vielleicht von oben sogar schießen. Hm. So machen wir's. Nein, jetzt habe ich beide genommen, ne? Grunty wurde in eine Kampfhandlung gezwungen. So machen wir's. Schon unterwegs. Wo sind denn die drei Gegner? Da, da und okay, der sowieso hier immer umherläuft. Er jetzt? Okay, er versteckt sich wieder dahinter. Alles klar. Alles klar. Zeigen wir ihnen, aus was wir gemacht sind. Wir wissen, dass der Feind hier ist. Alles klar. Er kann alles vorhaben. Geht runter. An die Mauer. Zu Befehl. Stopp, da oben kommt der Gegner. Jawohl. Ja? Ja. Gut. Zeigen wir ihnen, aus was wir gemacht sind. In Ordnung. Ich hab sie. Ja. Tod bestätigt. Sehr gut. Unmöglich, unmöglich, unmöglich. Ja. Unmöglich, 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 unmöglich. Okay, dann... schon unterwegs. Kommt er wieder hier hin. Ja, in Ordnung. Habe verstanden. Was nun?
So machen wir's. Schon unterwegs. Erwarte Befehle. Alles klar. Alles klar. Oh, jetzt könnte ich ein bisschen Glück. Jawohl. Traut er sich um die Ecke? Alles klar. Habe verstanden. Zu Befehl. Was gibt es? Bin dran. Da bloß nicht zu laut sein. Habe verstanden. Ich sehe die bösen Menschen. Hab ich was gehört? Okay. Na, gleich wirst du nichts mehr hören. Ziel neutralisieren. Sehr geil. Alles klar. Sehr gut. Dann haben wir noch ihn. Wie ist in dem sein Sichtradius? Sehen wir nicht. Bereit. Schon unterwegs. Zu Befehl. Ob ich ihn rauslocken gut. Kann? So machen wir's. Ah, ist nicht der Fall. Jawohl. Gut, dann machen wir... Drehen wir mal eine kleine... Oh Gott, wie komme ich an den ran? So eine Bademeisterrunde okay. Drehen. Feindlicher Agent. Zu Befehl. Alles klar. Das ist auch der letzte Gegner, glaube ich. Okay, hier werden zwar Türen geöffnet und geschlossen. So machen wir's. So. Alles klar. Wir schleichen uns hier rum. Ja? Ah, ich weiß halt nicht, ob der hinter dem Berg oder über den Berg gucken kann. Bereit. Gut. Alles klar. So, ihr geht mal hier hin. Jetzt müssen wir ihn mal einkesseln. Ah. Wie gesagt, am Anfang speichere ich noch ein bisschen, bevor mir hier alle Söldner rausgehen. Schon unterwegs. Jetzt wäre perfekt. Zu Befehl. Zeitpunkt. Alles klar. Erwarte Befehle. Schon unterwegs. Das darf er sich bloß nicht um. Gut. Alles klar. Feindlicher Agent. Schon unterwegs. Ja, die Feinde sind tot. Jeha! Ja, die Feinde sind tot. Ach, sehr das schön. Mach ich. Sehr geil. Dressen wurde erobert. Alles klar. Ja. Klasse. Dann sammeln wir uns erstmal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal alles abgehen. Gibt's hier nicht so irgendwo ein Loot? Eine Loot-Übersicht? Alles klar. Ich muss da jetzt nicht hier ernsthaft sämtliche alles klar. Gegner ablaufen, alles klar. Oder? Alles klar. Da oben liegt noch einer. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo die ganzen Leichen lagen. Hier hinten lag auch noch irgendeiner, ne? Ja. Unwichtig. Alles klar. Ja. So, Helmut, okay. Kannst du schon mal hier reingehen? Hallo. So machen wir's. Jawohl, so machen wir's. Wer es findet, das behalten. Jawohl. Okay, was haben wir denn gefunden? Eine Brille. Wer kann schärfer sehen und wie ein Schreiber sind, welche kommt an dieser Brille dezenten Gestellen nicht vorbei. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Effekte hat. Was ist das? Männerjagd und eine Banane. Schon unterwegs. So, morgen, José Flores. Okay, die schießt halt sehr schnell, aber ist ein bisschen angeschlagen. Hier, bitteschön. Kriegst du Waffe. Alles klar. Alles klar. Okay, hier ist sonst weiter nix. Alles klar. Dann könnt ihr beide schon mal zurück in die Kirche gehen. Schon unterwegs. Erwarte Befehle. Bin dran. So, was haben wir hier noch? Oh, 3 Schuss. Habe verstanden. Ah, und das Haus muss ich auch noch durchsuchen. Stimmt. Hier waren wir auch noch nicht drin. Das mache ich. Ich tue es. So, und dann was müssen wir... Was ist das? Ja, ja. Einmal mit dem Kollegen Johnny Walker, glaube ich, reden. Alles klar. Ich hoffe, er hieß nochmal so. Und anschließend auch noch Knoblauch. Alles klar. Ach, mit alles klar. Der Fabrikarbeiterin hier das oder Fabrikvorstehender. Was ist das? Fabrikvorsteher Tussi, da mit der können wir gar nicht okay. Reden. Sehe ich gerade. Ich kann dir nur was kaufen. Oh, Brecheisen, sehr geil. Das ist sehr schön. Alternative zum Dietrich. Kennen wir ja natürlich auch noch. Ich tue es. Aus Jagged Alliance Nummer 2. Okay.
Habe verstanden. Nichevo. Was ist das? Schön im Kinderzimmer. Was haben wir? Teddy? Oh, Liebesbrief. Teenager-Fantasien, sehr privat. Vielleicht sollten wir sie nicht so laut vorlesen. Okay. Naja, gut, wir werden mal... Alles klar. Nicht so sein, wa? Ach, hier war ich nicht drin. Okay, das mache ich. Doch, hier war ich Habe schon. Verstanden. Das mache ich. Das mache ich. So, Munition unwichtig. Das haben wir sogar schon mitgenommen. Da haben wir was Gelbes. Achso, ja, Gelb war ausgestattet. Hier ist niemand weiter, den wir ausstatten können. Da oben ist noch jemand. Ach, in der Kirche. Kann ich nicht eigentlich sagen? Habe verstanden. Nee, geht nicht. Ja, schon unterwegs. So wie bei Jagged Alliance 2. Bereit. Gut. Dass man einfach sagen kann, hier mit Links- und Rechtsklick, glaube ich, einmal alle sammeln. So, hier kriegst du eine Kackwaffe. Das ist ein anderes Hemd. Ach, das ist sogar Tarnung, das Teil hier. Okay. Das auch. Gut, kriegst trotzdem das Holzfällerhemd. Und dann reden wir mit Pater John Walker. Ja, wie Sie wünschen. Haben Sie da geschossen? Sind Sie verrückt? Es sind Frauen und Kinder in der Stadt. Okay, Pater Walker ist 30 Jahre jünger geworden in der Zwischenzeit. Pater Walker? Enrico Schivaldori schickt mich. Schnauze, oder ich erschieße sie auch. Wäre auch nicht schlecht. Es ist nicht möglich. Enrico Schivaldori ist tot. Nein, ist er nicht. Wir sind hier, um seine Ehefrau zu töten. Enrico Schivaldori lebt? Unglaublich. Wie hat er das geschafft? Warum hat er all die Jahre gewartet? Pater Walker hat wieder einen Tee, auf jeden Fall. Sie müssen sich selber die Antworten von dem Mann holen. Also gut. Was kann ich tun? Ich bin kein Mann der Waffen. Wie könnte ich Ihnen helfen? Ich suche Miguel Cardona. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich kenne jemanden, der das weiß. Ah. Sie müssen Ira Smythe finden. Die Sozialarbeiterin in Drassen. Sie finden sie in der Bar im Norden. Aber Sie müssen ihr Vertrauen gewinnen. Sie wird skeptisch sein. Jo, danke, Pater. Ja? Pater Walker hat Ihnen von Ira Smythe erzählt. Die Sozialarbeiterin in Drassen könnte irgendwas wissen. Wissen. Die Kneipe war hier, ne? Jawohl. Da müssen wir ja sowieso hin, um noch eine Miliz aufzubilden. Und hier müsste dann noch Ira Smythe sein. Jawohl. Erwarte Befehle! In Ordnung. Monika Sondergaard! So, haben wir sonst noch jemanden, den wir ausstatten können? Nee, ne? Immer ein bisschen schwierig zu sehen. Also da oben haben wir noch einen. Da haben wir noch jemanden zum Reden. Hier können wir noch eine Wache aus... Da, den können wir noch ausstatten. Da liegt auch noch was rum. So, wo sehe ich denn eigentlich die Ausdauer? Lärmpegel. Verstanden. Hallo. Bin dran. Sie haben Ira Smythe gefunden. Reden Sie mit ihr und finden Sie heraus, ob sie Ihnen bei der Suche nach Miguel Cardona helfen kann. Ach, da. In Ordnung. Wer bist du? Du bist einer der... Oh, wie hießen die Brüder? Verstanden. Oh, ich hab vergessen, wie die Brüder hießen. Bin dran. So, erstmal reden wir mit ihm und geben ihm eine Waffe. Ach, halt, stopp. Wir geben ihm keine Waffe. Alles klar. Ja, und Sie sind? Pater Walker schickt mich. Er sagt, Sie haben einige einflussreiche Freunde. Er muss sich täuschen. Und er muss verrückt sein, mir einen dahergelaufenen Fremden vorbeizuschicken. Lassen Sie mich in Ruhe. Ach, Ira Smythe weiß, wo man wie Miguel findet. Sie müssen aber erst Ihr Vertrauen gewinnen. Reden Sie erneut mit ihr, um zu erfahren, wie Sie es tun können. Alles klar. Sie sind immer noch da? Ich hab doch gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen. Wen suchen Sie eigentlich? Miguel Cardona, ich bin hier, um Deidrana zu töten. Und ich soll glauben, dass Sie sich um unsere Situation sorgen? Ihre Geschichte klingt wie ein Märchen. Wenn Sie die Dinge hier verändern wollen, brauchen Sie echte Ergebnisse. Gut, ich muss wahrscheinlich die Kinderarbeit da unten in der... Also da quasi beenden. Gut, was soll ich tun? Sie haben vielleicht bemerkt, dass das Land bereits in einem schlechten Zustand ist. Die Drana schert sich nicht um die Menschen, solange sie regelmäßig Geld aus den Minen erhält. Die Minen? Sie haben einen Plan? Die Minenarbeiter sind Sklaven für sie. Sie arbeiten, bis sie umfallen. Wenn Sie helfen wollen, sorgen Sie dafür, dass das aufhört. Die Mine hier in Dresden ist schon erschöpft. Sie arbeiten jetzt alle nahe Cambria. Gehen Sie zur Mine im Nordwesten der Stadt und vertreiben Sie die Drannas Männer.
Okay, ich seh's mir an. Okay. Wenn Sie Erfolg haben, spreche ich mit Oswald. Er leitet die Arbeiten dort. Okay, Aerosmith möchte, dass Sie den Minenarbeitern nahe Cambria helfen. Reisen Sie zur Mine und vertreiben Sie der Dranos Truppen. Erwarte Befehle. Gut. In Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie eine Desert Eagle gewonnen? Und ich habe ein neues T-Shirt gewonnen. Wobei, naja, ist egal. Alles klar. Alles klar. Jawohl. Ich würde trotzdem gerne mit der Tosi da unten reden. Erwarte Befehle. Und die Sachen müssen wir auch nochmal aufteilen. Hat der nicht irgendjemand noch eine Waffe? Okay, Munition. Ich tue es. Tu es. Alles klar. Ach, den haben wir auch noch nicht durchsucht. Und wo ist denn eigentlich der andere? Ach so, das war der hier. Ach ja. Alles klar. Ich tue es. Oh, wieder Munition. Bin dran. Goddamn, Alter. Bin dran. So, wer sind Sie denn hier nochmal? Oh, ich hab den Namen vergessen. Was spielt ihr denn mit der Leiche da? Lass doch den Mann da liegen. Das mach ich. Hallo. Redest du mit mir, Arschloch? Ich tue es. Was glotzt du so? Alles klar. Suchst du Streit? Kann ich die abschießen? Ich tue es. Okay. Willst du einen guten Rat? Lass mich lieber in Ruhe. Ich tue es. Verpiss dich, damit ich dir nicht alle Knochen brechen muss. Okay. Redest du mit mir, Arschloch? Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist auf jeden Fall die Besitzerin hier von der Scheißmine. Objekte aus der... Nein, nicht tauschen. Ich würde gerne schießen. Einfach schießen. Habe verstanden. Was glotzt du so? Gibt es die Möglichkeit, einfach so zu schießen? Optionen. Killcam, Tooltips, dann sollten wir so... nee. Okay, ich gehe jetzt hier ein paar Tasten mal durch. Achso, ja, das ist Inventar. Ah ja. Ich kann aber dahinter schießen und würde sie aus Versehen vielleicht treffen. Wollen wir das mal probieren? Komm, wir probieren es mal. Erwarte Befehl. Also mit F ist übrigens die Taste zum Schießen. Wir schießen zufällig mal dahin. Okay. Oh, Entschuldigung. Sorry. Alles klar. Bin dran. Das war nicht meine Absicht. Jetzt rennt sie aber wie von einer Tarantel gestochen. Weg, die Kleine. Alles klar. Aber ich werde... Ich tue es. ...dich verfolgen. Bin dran. Was ist das? Was? Wie, was ist das? Ich tue es. Da liegt ja noch was. Ein Schlüssel. Ein Büroschlüssel. Öffnet eine Tür zu meinem Büro. Das mache ich. Na? Habe verstanden. So eine große Fresse? Ich tue es. Hast du Streit? Das mache ich. Das mache ich. Wieder Verteidiger vor mir. Okay. Bin dran. So, Fragen? Habe verstanden. Alles klar. So. Ich tue es. Das wäre erledigt. Habe verstanden. So, ihr seid befreit, Kinder. Alles klar. Okay. Okay, bin dran. Gut, ich glaube nicht, dass sie mit mir reden Alles will. Alles klar. Bin dran. Ich tue es. Ich habe einen Schlüssel für ein Büro. Das mache ich. Ein Schlüssel für ein Büro. Aber wir waren doch schon überall, oder? Da waren wir schon. Gut, auf Friedhof waren wir noch nicht. Hier hinten hinten waren wir auch drin, ja. Klar. Okay, für was ist der Schlüssel? Weil hier ist ja nichts mehr. Ach, vielleicht für die Tür hier vorne. Das könnte sein. Okay, sie lebt doch noch. Okay. Man kann sie anscheinend nicht töten. Da schleppt sie sich ich voran. Ich tue es. Ich tue es. Ich tue es.
Es tut mir wirklich leid. Alles klar. Aus Versehen habe ich irgendwie in ihre Richtung geschossen. Okay. Liquidier. So. Ich glaube jetzt. Das mache ich. Das mache ich. Alles klar. Lebt er immer noch? Alles klar. Habe verstanden. Ist sie immer noch nicht tot? Okay. Hallo. Ey, ich will mit euch reden. Bin dran. Hallo. Ich tue es. Habe verstanden. Ich will euch doch nur helfen. Habe verstanden. Alles klar. Die Kinder. So, ist sie jetzt tot? Weil dann würde ich noch mal ganz kurz zu Ira rennen. Wie Sie wünschen. Vielleicht hätte ihr das ja schon gefallen. Die lebt immer noch. Bin mir sehr sicher, weil das Symbol noch angezeigt wird. Verstanden. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Und? Waren Sie schon in den Minen? Okay, jetzt bringt wie Sie wünschen. Nichts. Ach, und die Alte steht auch wieder auf. Naja, gut, okay. Also, man kann die Alte nicht töten. Ich würde es gern machen, um auch die Kinder wieder zu befreien. Aber, naja, ist in diesem Spiel von Jagged Alliance 2 also nicht möglich. Naja, gut. Dann werden wir uns in der nächsten Folge darum bemühen, Richtung Cambria zu gehen. Also ihr seht, es ist ein bisschen anders aufgezogen, das ganze Spiel, als noch der zweite Teil. Also der originale zweite Teil. Auch hier sortieren wir uns bitte auf einem... Genau, auf ein strategisches Ziel. Ganz ehrlich, warum kann ich diesen Kack-Sektor nicht einfach durchsuchen? Ein Trupp aus Fehlern zu halten. Ich kann ihn nicht einfach so durchsuchen. Ist nicht möglich. Doch, ist möglich. Ah, guck mal, wir müssen einfach nur hier oben aufs Häuschen gehen. Ja, ja, ja. So geht es also. Ich habe nichts gesagt. Und jetzt, wo ich es gerade mache, erinnere ich mich tatsächlich auch wieder dran, dass das so funktioniert hat. Können wir nicht nachladen? Müssen wir echt auf die Spielkarte gehen, um nachzuladen? So ein bisschen lame. So, gut, das mache ich jetzt einfach so. Also nicht einfach so, aber ohne euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So viel haben wir nicht zum Looten. Und dann geht's weiter gen Süden. Wahrscheinlich da als nächstes hin. Was auch immer das sein wird. Bis dahin, haut rein. Adieu, adios, tschüss.